Hi, hi, ihr Lieben und willkommen zurück zu einer zweiten Folge Fortnite. Ich dachte mir, letzte Woche Sonntag, erste Folge Fortnite auf diesem Kanal. Jetzt ist wieder Sonntag und wir probieren es einfach mal, wie es heute so läuft. Und dann, ja, seht ihr jetzt, wie es gelaufen ist. Ne? Das ist ja eine Aufnahme. Danke fürs Einschalten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge Fortnite. Das geht doch schief. Soll's rein in die Action? Wir wollen ja auch ein bisschen was erleben. Und wer nicht wagt, wird auch nicht besser. Stimmt's? Hätte gern noch ein bisschen so eine Waffe und Muni und so. Das wäre ziemlich cool. Autsch. Fallschaden. Das erste Mal Fallschaden, das für mich in diesem Spiel. Es gibt halt echt so Limits. Kenne ich alles noch nicht. Ist alles so neu. Okay. Keine Ahnung. Wie kann ich die einfach loswerden? Ja, keine Ahnung. Die habe ich nämlich doppelt. Kann natürlich einfach tauschen. Jetzt habe ich die doppelt. Okay, wo gehen wir hin? Wir könnten mal Auto fahren. Aber müssen wir eigentlich nicht. Wenn wir Auto fahren, machen wir nur auf uns aufmerksam. Wollen wir das? Nein. Wollen wir nicht. Ich hätte gerne noch ein bisschen Schild und schon mal Heilung. Auf jeden Fall ein echter Spieler. Ich kann schon gar nicht mehr reden, so aufgeregt bin ich. Ich habe dem voll Schaden gemacht. Nicht getötet, aber Schaden.
Es laggt übrigens. Ich weiß nicht warum. Bisschen mehr Muni wäre auch cool. Geh auf. Keine Ahnung, ob ich mit dem Anhänger irgendwas machen kann. War das hier Schild? Falsche Taste. Oh Gott, ich bin hier mitten im Epizentrum. Meine Waffe weggeschmissen. Das war nicht der Plan. Hier oben leckt ein Auto lang. Ich würde sagen, so mittendrin im Kriegsgebiet fühle ich mich nicht so wohl. Traue ich mich noch nicht. Aber eigentlich habe ich ja gesagt, ne, wer nicht wagt, der nicht gibt. Warum ist hier gerade so ein gelber? Weiß. Was bedeutet dieser gelbe Kreis, wo ich jetzt durchlaufe? Braucht man eigentlich die Spitzhacke? Also,
die jetzt noch nie so verwendet. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin froh, dass hier damals dieser Null-Bauen-Spieloption eingebaut wurde. Das mit dem Bauen habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Das war alles zu hektisch. Ich habe immer das Gefühl, die Spieler, die mit Auto fahren, haben es voll drauf. Deswegen fahre ich zum Beispiel kein Auto. Wie komme ich hier ran? Gut. Das ist halt echt keine Glanzleistung von mir. Letzte Woche war besser. Letzte Woche, wo das Spiel noch Rücksicht genommen hat, dass ich neu bin. Und wenn nur Bots in die Lobby gesetzt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Geräusche kann die noch nicht alle zuordnen. Wo kommt diese Insel her, da oben? Was muss man tun, damit die da ist? Und was hat man davon, wenn man dorthin geht? Das sind doch so viele Fragen. Ungeklärt. Ich weiß übrigens nicht wirklich, warum das heute so laggy ist. Ist doch mit E, oder? Ruckel, ruckel, ruckel. Riesenruckler. Aber keine Leute. Ist ein Motorrad.
kommt gleich hier vor und ballert mich ab. Ich vergesse, dass man ja hier... was hat er für eine Mega-Attack? Schade. Schade, war dann heute nicht so. Mist. Aber danke fürs Zuschauen. War halt nicht so erfolgreich. Leider. Aber so ist das. Mein Glück ist aufgebraucht. Nichts mehr mit epischer Sieg und so. ja. Aber danke fürs Zugucken nochmal und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Weiß nicht, findet ihr das irgendwie cool, wenn ich jeden Sonntag eine Folge Fortnite hochlade? Oder, aber wie gesagt, ich kann halt nicht versprechen, dass das immer super spannende, coole Runden sind. Ja, ist schon auch ein bisschen langweilig, mein Spielstil. Also, sagt gerne mal Bescheid, mehr Fortnite auf diesem Kanal oder nicht. Und dann richte ich mich danach. Aber jetzt erstmal danke und tschüss. Schöne Woche, die jetzt kommt. Bye, bye.